Hi ihr Lieben und willkommen hier zu einem Boxing. So ein kleiner Aktionsboxing. Und zwar ist diese Aktion von McDonald's Happy Meal. Ja, diese Aktion von Happy Meal ist von der Pokémon Company 25 mit kleinen Paket drauf. Da gab's hier bei den Happy Meals auch mit so einem schönen Pikachu Happy Meal Tüte, so eine Tüte Plastik, wie ihr wisst. Die machen bei Kleinkindern immer so mit Tüten mit einem Plastikpapier so rein, damit man hier bei denen auch sowas irgendwas bastelt bei den Pikachus. Das war auch so süß gewesen. Ja. Was ich da in zwei Halten halte, ist, das sind die kleinen Paketen, die in den Happy Meal da drin sind. Und wir werden gemeinsam das aufmachen und schauen, was es da gibt. Hier. Kleiner Tipp vorab. Kauft nicht viel Happy Meals. Das ist nur für Kinder geeignet. Ich habe mir nur für die zwei extra gekauft, weil mir das ein bisschen interessant fand, weil ich hatte mein damals ja, ich und mein Bruder Sammelkarten immer gekauft und da hat immer unser Eltern nie so immer uns immer erlaubt. Ja, erstmal die allererste Paket erstmal Pokémon Karten, dann einen kleinen, ich glaube das ist ja, so ein kleines Schutzdeckel. Ich glaube, das soll so sein. Weiß jetzt nicht, was das soll. Ich glaube, das ist zum, ja, zum kleinen Tasche zu bringen. Also, das ist eine kleine, ich weiß schon, so ein kleines Ding reinzutun. So ein kleinen Deckel, irgendwas. So ein bisschen Kleinigkeiten, irgendwas auf die Pappe zu setzen. So was Schönes. 25 Jahre Jubiläum und so. So ein kleines Bastelgegenstände für Kinder. Geeignet, dass man hier so klein ein bisschen was basteln kann. Habe ich jetzt ein bisschen auch gezeigt, wie das geht mit deinem Basteln. So rum. Ja, ich mache das dann so rückwärts. Sorry. Dann haben wir hier noch eine. Noch eine für Kinder wieder gebastelt wieder. Für wieder ein bisschen kleine Kartons zu basteln. Das machen wir jetzt. Das mache ich mal offline. Und am Ende kann man hier was Schönes zeichnen. So eine Zeichenlabyrinth. Ist ganz schön nett. Aber zuerst wollen wir erstmal wissen, was auf dieser Pokémon-Sammelkarte-Gegenstände drin ist. Ich bin mal gespannt. Oh. Die erste Karte ist schon leider so gemüht. Ja, ich habe gewusst. Feinliege. Mit Glitzer. Oh, wie schön. Mit schönen Glitzer da drin. Gefällt mir aber ganz sehr gut. So, was haben wir? Zweite Karte. Plinfer! Yes, Plinfer haben wir als Karten. Hier. Dann haben wir hier Segnon. Segnon aus der Generation. Ich glaube aus der Generation von Pokémon Sonne, oder? Oder ist das von der Y-Teil? Von XY? Ich weiß ja gar nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob der XY oder Sonne und Mond ist, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich mag die Gen von der, ich glaube die 6. Generation ist das. Nicht mein Geschmack, nicht mein Starter. Sorry du. Aber du bist schon auch ganz ein guter Starter. Und die letzte Karte ist Lin Panflam.
Eigentlich finde ich die Artwork immer noch ganz gut. Und was einige und was dir aufgefallen ist hier, dass auch noch die 25 Jahre Pokémon Logo, wie man sieht. Das sind erstmal die vier Karten, Sammelkarten, die ich jetzt habe. So, machen wir weiter mit der zweiten. Zweit packe ich. Und ich sehe gerade, es ist wieder der gleiche. Wieder der gleiche Stil. Wieder der gleiche für Kinder irgendwas zum Packen. Also für ein bisschen was zu basteln. So kleine Kartons so. So ein kleines. Und wieder auch, wie er schön für Kinder was gut zu zeichnen. So, zweite. Also gut, zweite Karte. Da haben wir einen was. Einen sehr guten, seltenen Glitzer. Wir haben Bones aus der Pokémon Sonne und Mond. Okay. Dann ist dann der hier tatsächlich von XY. Keiner. Ja, wir haben. Jetzt muss ich bitte zur Seite kommen. Dann haben wir hier ein Glitzer von Bones. Der schöne Pflanzentyp, die ich eigentlich sehr gut mag. Von der Sonne und Mond. Auch wenn ich den. Diese Gen von Pokémon Sonne und Mond jetzt eigentlich so ganz okay finde, das kann man auch gut für einen Glitzer machen. Dann haben wir wieder Plimpham. Da haben wir Magnum. Und Kanivani! Ja, geil, noch am Ende noch Kanivani. Okay, das war's eigentlich für den ganzen Sammelgegenstände-Paket. So, wenn euch dieser Unboxing-Sammelkarten gefallen hat, Like hier geben und ja, Social Media hier.